Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vor kurzem sind wir bereits auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes eingegangen, in dem es um das pauschale Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Berlin ging. Nun, zur Erinnerung, am 27.08. urteilte das Bundesarbeitsgericht, dass das Berliner Neutralitätsgesetz bzw. das darin enthaltene pauschale Kopftuchverbot für Lehrerinnen unzulässig sei. Dass das Problem für uns Muslime dadurch jedoch nicht gelöst ist, haben wir bereits in unserem letzten Video thematisiert. Heute jedoch möchte ich noch etwas auf die Hintergründe des Urteils und insbesondere auch auf das Verhalten der rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin eingehen. Denn diese lässt wirklich tief blicken, wie man so schön sagt. Okay, zunächst einmal zum Hintergrund. Bereits im November 2018 entschied das Landesarbeitsgericht, dass einer muslimischen Lehrerin eine Entschädigungszahlung von über 5000 Euro gezahlt werden müsse. Warum? Da sie aufgrund ihres Kopftuchs nicht eingestellt worden ist. Und in der Begründung argumentierte das Gericht, dass es ja keinen Anlass dafür gebe, anzunehmen, dass durch das Kopftuch der Schulfrieden gefährdet werden würde. Wörtlich sagte Richterin Daniele Reber, wir brauchen eine Tatsachengrundlage, auf der wir unseren Fall entscheiden können. Und damit machte sie ganz klar, dass das pauschale Kopftuchverbot des Berliner Neutralitätsgesetzes unzulässig ist. Dieses Urteil vom November 2018 war keinesfalls überraschend. Schließlich musste sich das Landesgericht dem 2015er Urteil des Bundesverfassungsgerichts orientieren, in dem unlängst festgestellt wurde, dass ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen ja verfassungswidrig ist. Ich betone also, seit 2015 war klar, ein pauschales Kopftuchverbot ist nicht mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar. Folgerichtig war ebenso klar, dass das Berliner Neutralitätsgesetz, das ja ein eben solches pauschales Kopftuchverbot vorsieht, ebenso verfassungswidrig ist. Man hätte also erwarten können, ja vielmehr müssen, dass die rot-rot-grüne Landesregierung schleunigst das Gesetz ändert, um sich dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu fügen. Doch anstatt das Urteil entsprechend zu würdigen und das eigene Fehlverhalten umgehend zu korrigieren, hat man sich in der rot-rot-grünen Landesregierung für einen anderen Weg entschieden. Ja, man entschied sich dafür, das Urteil trotz der offenkundigen Verfassungswidrigkeit beizubehalten und praktisch gesprochen eine rot-rot-grüne Paralleljustiz zu etablieren. Und genau diese Paralleljustiz wollte die rot-rot-grüne Landesregierung nicht einmal nach dem Urteil des Landesgerichts im November 2018 aufgeben. Schließlich legte sie Revision ein und zog vor die nächsthöhere Instanz, also vor das Bundesarbeitsgericht, dass das Berliner Neutralitätsgesetz in seiner jetzigen verfassungswidrigen Form natürlich genauso kassierte. Nun, bevor ich jetzt auf die Reaktion der rot-rot-grünen Landesregierung zu sprechen komme, will ich noch auf einen anderen ziemlich aufschlussreichen Aspekt eingehen. Denn im Zuge der jüngsten Revisionsklage hat die rot-rot-grüne Landesregierung wirklich alle Masken fallen gelassen. Sie hat sich vor Gericht nämlich von Seyran Ateş vertreten lassen. Das ist unglaublich. Richtig, geliebte Muslime, die Seyran Ateş, die hauptberuflich gegen den Islam hetzt, sich über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lustig macht und den Islam regelmäßig als rückständige und barbarische Religion verunglimpft. Und spätestens daran erkennt man, worum es der rot-rot-grünen Landesregierung denn tatsächlich geht. Ja, um eine aggressive Integrations- bzw. Assimilationspolitik, im Zuge derer die islamische Identität und Lebensweise vollständig abgeschafft werden soll. Rechtsstaatlichkeit? Sach- und problemlösungsorientierte Politik? Nein. Fehlanzeige. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat, wie unter islamfeindlichen Akteuren übrigens üblich, das Kopftuch zu einem politischen Symbol gemacht und zum Symbol ihres politischen Kampfes, zum Symbol ihrer repressiven und totalitären Assimilationspolitik. Und ja, da spielt es natürlich keine Rolle, ob geltendes Recht mit Füßen getreten wird. Hauptsache forciert die eigene politische Agenda. Und wer an dieser Stelle noch daran zweifelt, dass dies die eigentliche Motivation der SPD-geführten Landesregierung ist, der soll sich einfach mal die aktuellen Reaktionen auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zu Gemüte führen. So zeigte sich Bildungssenatorin Sandra Scheres enttäuscht. Wörtlich sagte sie, Zitat, wir hätten uns eine andere Entscheidung gewünscht. Wir werden die schriftliche Urteilsbegründung nun abwarten und dann prüfen, ob wir unsererseits Verfassungsbeschwerde einlegen. Zitat Ende. Und es geht noch weiter. Berlins Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers von der SPD kündigte darüber hinaus an, man werde die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde oder eine Berufung beim Europäischen Gerichtshof prüfen. Und während das aktuelle Urteil von einigen Grünen und Linken augenscheinlich begrüßt wird, machen andere Vertreter der Regierungsfraktionen keinen Hehl aus ihrer islamfeindlichen Haltung.
So bezeichnete Roman Weresow, Bezirksverordneter der Linken in Berlin-Lichtenberg und Sprecher der AG Säkulare Linke, das Urteil als schweren Fehler und Anlass zur größten Besorgnis um die Zukunft der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates. Eine Aufhebung des Gesetzes ließe, so seiner Meinung nach, gravierende Auswirkungen auf die öffentlichen Schulen, Polizei und Justiz zu befürchten und dass religiöse Konflikte und schlimmstenfalls auch hochproblematische Weltanschauungen in verschiedenen Ausdrucksformen Einzug halten. Geliebte Muslime, diese Worte, ja, diese Kampfrhetorik lassen keinen Zweifel. Weder geht es der rot-rot-grünen Landesregierung um den Rechtsstaat, noch um eine wie auch immer geartete weltanschaulich-religiöse Neutralität. Es geht darum, das Kopftuch zu verbieten, koste es, was es wolle. Und hier will ich jetzt nochmal grundsätzlich werden. Solange sich Politik und Medien von einer islamfeindlichen Integrations- bzw. Assimilationsdoktrin leiten lassen, müssen wir uns auf weitere Maßnahmen gegen die islamische Identität und Lebensweise einstellen, geliebte Muslime. Gerichtsurteile wie die des Bundesarbeitsgerichts sind bestenfalls eine Atempause und ändern nichts an einer grundsätzlichen islamfeindlichen Einstellung, die nicht nur parteiübergreifend fest verankert ist, sondern längst Einzug in alle Ebenen der Gesellschaft gefunden hat. Konkret heißt das, wir müssen öffentlichkeitswirksam und langfristig kommunizieren, unsere Positionen geschickt und zugleich kompromisslos und selbstbewusst vertreten. Wir müssen den öffentlichen Diskurs eindringen und mit allen legitimen Mitteln die öffentliche Meinung ändern. Dies, liebe Geschwister, ist alleinig durch Gerichtsurteile definitiv nicht möglich. Denn wenn das Rechtsempfinden mittlerweile selbst von etablierten Parteien über das eigene Recht gestellt wird, dann ist es nicht mehr weit, bis sich eine gesellschaftliche Dynamik entwickelt, in der Recht und Gesetz nicht einmal mehr das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben stehen. Ein kurzer Blick in die Geschichte dieses Landes reicht vollkommen aus, um zu begreifen, was das letztlich bedeutet und ob uns Gerichtsurteile in solch einer Situation noch helfen würden. Daher sagen wir ganz klar und deutlich, werdet aktiv und unterstützt alle islamischen Plattformen, Initiativen und Kampagnen, die sich für den Erhalt der islamischen Identität und Lebensweise einsetzen. Setzt euch dafür ein, dass sich die öffentliche Meinung positiv verändert, denn nur dies, geliebte Geschwister, kann mittel- bis langfristig den Erhalt muslimischen Lebens in Deutschland garantieren.